Moinsen, ihr cuten Mäuse, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder einen Haul. Ich glaube, dieses Mal tatsächlich ein reiner Bershka-Haul. Da bin ich einfach gerade sehr, sehr viel am Kaufen. Und die Sachen wollte ich gerne wieder mit euch teilen. Wir haben Taschen, Jacken, beziehungsweise eine Tasche, zwei Jacken, Hosen, Oberteile und. Und ich würde sagen, ich schnacke gar nicht lange und starte direkt. Vorab, das Oberteil, was ich trage, kennt ihr vielleicht schon aus meinem letzten Haul. Auch das ist von Bershka. Falls ihr das schön findet, damit ihr Bescheid wisst, wo ihr es bekommt. Als erstes zeige ich euch die Tasche, die ich mir gekauft habe. Und das ist dieses hübsche Exemplar. In so einem Schlangen- oder Krokoleder. In so einem schönen helllila oder pastelllila. Und hier gibt es auch wieder zwei Varianten, die Tasche zu tragen. Und zwar einmal mit diesem Henkel, den ich gerade schon trage, wenn ihr den Crossbody trägt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, sonst blende ich es euch separat noch einmal ein. Oder eben auch, was ich auch total gerne mag, den längeren Bügel so nach unten. Und so. Und den kleineren Bügel einfach so über die Schulter. Finde ich auch sehr süß. Die war im Sale. Ich meine, die ist vielleicht sogar auch immer noch im Sale und auch immer noch online. Schaut da einfach mal bei Bershka direkt. Und ich glaube, ich habe dafür 7 Euro oder 9 Euro oder so gezahlt, weil sie da eben reduziert war. Und da dachte ich mir, ich habe noch keine Tasche in der Farbe und habe sie einfach mitgenommen. Dann auch im Sale habe ich mir einen wunderschönen Mantel gekauft. Der ist so pastellgelb. Der ist einfach, so ganz normal halt wie ein Mantel geschnitten. Ich habe den in M genommen. Ich hätte ihn auch in S nehmen können, aber ich wollte den so ein bisschen größer und länger. Ihr wisst, Oversize Queen over here. Auf jeden Fall habe ich diesen Mantel wirklich so, so viel getragen. Ich muss mich mal informieren, wie ich den wasche, weil das schon eine empfindliche Farbe ist und ich die ein oder anderen kleinen Flecken drauf habe. Da muss ich noch mal genau gucken. Aber ich hoffe, der ist noch verfügbar, denn der ist richtig cool und sitzt auch mega gut. Hier seht ihr auch noch mal angezogen, wie er aussieht. Also ich hoffe, dass es den noch gibt. Guckt da einfach mal. Und ja. Als nächstes habe ich mir dann eine Hemdjacke gekauft, die ich schon die ganze Zeit im Auge hatte. Aber ich habe gewartet, bis sie reduziert war. Und sie ist auch tatsächlich dann reduziert gewesen. Das ist diese hier. Die hat eine super schöne Farbe. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber das ist so ein, auch ein türkismäßig aus Cord. Also so ein Cordmaterial. Und die gab es auch noch in beige. Ich weiß nicht, ob es die auch noch online gibt. Aber ich fand einfach, dass dieses Türkis super, super gut zu meinen Haaren passt. Das ist eine Farbe, die ich irgendwie schon immer ganz gut tragen konnte. Und das ist halt so eine standardmäßige Hemdjacke. Seht ihr ja auch nochmal angezogen. Und ich fand die Farbe richtig schön. Die hat hier auch nochmal so kleine normale Jackentaschen und halt diese Brusttaschen. Und die Knöpfe und so weiter sind in Silber. Die habe ich mir auch in L mitgenommen, weil ich auch die wieder oversized wollte. Dann hatte ich euch ja im letzten Haul schon erzählt, dass ich diese ganzen Oberteile mit den paar Knöpfen und oben und unten offen im Moment sehr, sehr cool finde. Und dass ich da noch ein paar weitere gekauft habe. Und zwar ist das einmal dieses Oberteil. Das habe ich mir direkt in 3 Farben mitgenommen, als die auch in den Sale gekommen sind. Und zwar einmal hellgrau, hellblau und beige. Die sind alle 3 sehr, sehr schön. Die Knöpfe sind so perlmuttmäßig. Ich habe die auch alle 3 in L mitgenommen, weil, wie gesagt, die Oberteile relativ klein ausfallen, auch bei Bershka. Und die trage ich wirklich super, super gerne. Ich glaube, die muss ich euch jetzt nicht alle 3 angezogen zeigen, weil es ist genau das gleiche Modell, nur in einer anderen Farbe jeweils. Die sitzen super, super cool. Was ich auch im Moment total gerne mache, ist, meine Lieblingsjeans, die ich euch im letzten Video gezeigt habe, mit diesem hier zu tragen. Also generell hellblau mit Jeans, finde ich irgendwie gerade richtig cool, trage ich sehr gerne. Und die waren, als ich sie gekauft habe, glaube ich auch auf ca. 9 Euro oder so reduziert. Dann mag ich im Moment auch sehr, sehr gerne braun. Ich bin auch noch auf der Suche nach der perfekten braunen Tasche. Und ich mag total gerne so richtiges Schokoladenbraun. Und da bin ich irgendwie noch nicht fündig geworden. Aber ich habe schon mal einen Top in der Farbe gefunden. Auch das war, glaube ich, auf 3 Euro reduziert. Wenn mich nicht alles täuscht, auch das habe ich in L genommen. Gecroppt geschnitten, Spaghetti-Träger, macht einen super schönen Ausschnitt. Generell sitzt das super. Und ich fand die Farbe einfach richtig cool. Deswegen für 3 Euro kann man da sowieso nicht meckern.
Und weil ich ja noch nicht genug Strickjäckchen mit ein paar Knöpfen nur habe, musste dann direkt noch eins mit. Auch das war reduziert. Das hatte ich auch schon sehr lange im Auge, aber wollte es, glaube ich. Ich glaube, der normale Preis war 20 Euro. Das war mir ein bisschen zu teuer, deswegen habe ich abgewartet. Und dann ist es tatsächlich in den Sale gekommen. Das ist dieses hier in einem Beige. Das hat unten solche Wellenkanten, genauso auch an den Ärmeln. Und besonders süß finde ich, dass da so kleine Blümchen aufgestickt sind. Also die sind auch richtig gestickt, wie ihr seht. Auch das hat so glänzende Knöpfe und auch das habe ich in L genommen. Das ist wirklich super, super schön. Das hat noch einen viel angenehmeren Stoff als jetzt die anderen drei, die ich euch eben gezeigt habe. Und das habe ich mir später auch noch in Hellrosa gezeigt, aber das zeige ich euch in einem der nächsten Hauls, weil ich es immer so ein bisschen nach der Reihenfolge mache. Ihr kennt mich ja, ich bin da so ein bisschen bescheuert. Ich muss es immer alles so ein bisschen geordnet haben. Das finde ich wirklich super, super schön. Also wenn es das online noch gibt, checkt das auf jeden Fall aus. Das kann ich jedem nur ans Herz legen, weil es wirklich super, super weich ist. Weil es ja dann doch im Moment etwas kälter wird und ich nicht nur mit diesen dünnen Strickjäckchen rumlaufen konnte, habe ich mir auch einen schönen warmen Wollpulli mitgenommen. Und zwar ist das dieser hier. Den finde ich wirklich super, super schön. Hatte ich auch schon echt oft an. Der hat einen Rollkragen. Ansonsten hat er so ein schönes gestricktes Zopfmuster. Ist in einem super schönen hellbeige. Und auch etwas kürzer geschnitten. Also wenn ihr die Arme hoch macht, sieht man sogar ein bisschen euren Bauch. Ansonsten deckt das ganz gut ab. Ich habe den in S genommen, weil ich ihn eben ein bisschen gecroppter haben wollte. Also den könnt ihr euch auch ruhig kleiner holen, wenn ihr wollt. Außer ihr wollt den halt so oversized haben. Den habe ich mir zum normalen Preis gekauft und eine Woche später kam er in den Sale. Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber machst du nichts. Ich hatte ihn halt schon gekauft. Und den trage ich wirklich super gerne, nur ich bin bei so Stricksachen immer sehr empfindlich, was es angeht, wenn es so leicht nur piekst. Das heißt, ich trage den hier immer mit einem langärmeligen T-Shirt drunter, damit ich dieses Pieksen gar nicht merke, weil ich da, glaube ich, einfach sehr empfindlich bin. Aber vielleicht ist es für euch auch nicht so schlimm, das wollte ich nur anmerken. Den gibt es auch noch in hellblau und gelb. So, jetzt kommen wir zu den Hosen und da habe ich wieder ein Jeansmodell in zwei Farben und einmal diese Lederleggings. Ja, die ist sehr, sehr beliebt. Ich habe mir das in L mitgenommen. Die sieht super, super schön aus. Ich trage das immer mit etwas längeren Sachen, damit mein Bauch nicht so betont ist. Aber da könnt ihr ja auch, je nachdem, wie ihr das mögt, das einfach anders tragen. Ich mag die super gerne. Ist gemütlich, hat, glaube ich, oder kostet 12,99 €. Also falls ihr noch eine gute Lederleggings sucht, checkt die einfach mal aus. Und jetzt kommen wir auch schon zu den zwei letzten Teilen. Da habe ich mir eine Jeans in zwei verschiedenen Farben besorgt und das ist auch wieder von Bershka. Das Modell heißt The 90s. Hier. Das gibt es in den verschiedensten Farben. Ich habe sie mir in dem Standard Blau mitgenommen. Ich kann sie euch, glaube ich, nicht ganz perfekt zeigen, aber ich glaube, ihr könnt die Waschung ganz gut sehen. Ich zeige sie euch auch nochmal angezogen. Die hat ein paar Löcher, was ich ganz cool fand. Und die ist unten sehr, sehr weit. Also wenn ihr das nicht mögt, dann ist die Hose nichts für euch. Ich finde das aber sehr cool, besonders mit Plateau-Doc Martens zum Beispiel. Die habe ich mir zum Beispiel in einer 40 mitgenommen. Wie schon erwähnt im letzten Video, trage ich eigentlich keine 36. Aber Hosen fallen halt auch nach Modell immer ein bisschen unterschiedlich aus. Und ja, genau, da habe ich eine 40. Ich glaube, die war auch so um die 30 Euro. Die gibt es auch noch in Grau, meine ich, und in einem helleren Blau. Die zweite Farbe ist dann auch wieder schwarz. Die ist genauso geschnitten wie die blaue, seht ihr auch nochmal angezogen. Die hat oben keine Knöpfe, halt nur an den Knien und auch so ausgefranst und so. Unten ist sie auch ebenfalls sehr weit. Und ja, hinten hat sie nochmal so eine kleine Schürfung hier. Aber ansonsten ist sie genau gleich geschnitten. Auch hier habe ich eine 40 und auch das ist das Modell The 90s. Ja, falls ihr noch solche Hosen sucht, kann ich euch die auf jeden Fall empfehlen. Machen eine schöne Figur, machen einen schönen Po und ich habe daran nichts auszusetzen. Deswegen checkt die gerne mal ab. So, das waren jetzt auch schon die Sachen, die ich euch in diesem Haul zeigen wollte. Vielleicht ist was für euch dabei, vielleicht haben euch manche Sachen gefallen. Guckt einfach mal im Online-Shop, ob die Sachen noch verfügbar sind. Da bin ich mir bei manchen Sachen nicht ganz sicher. Aber ich denke, das meiste müsstet ihr noch finden. Und ansonsten würde ich sagen, ciao Kakao, schöne Grüße an eure Füße und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!